So, es gibt was zu feiern. Ich habe es scharf gestellt bekommen. Ja, es war tatsächlich nicht scharf gesteuert, sondern die Kamera ist so preiswert, dass das Objektiv einfach nur eine Plastikgehäuse ist, was geschraubt ist. Heißt also praktisch, ich muss das Objektiv schrauben, damit die Kamera, also ist praktisch ein fester Fokus, der hardware-technisch eingestellt wird. So wie bei den alten Kameras, wo man auch praktisch vorne das Objektiv immer drehen musste. Genauso ist es bei der quasi auch. Ich hoffe mal, ich gucke mal kurz nach. Jetzt müsste es, genau, jetzt scharf gestellt, man sieht jetzt sogar meine Haare. Ein guter Bart. Und man sieht hinten meine Anlage. Oh, und man sieht den Bildschirmschoner. Da hinten, da ist mein Deer-Show quasi. Ja. Kopfhörer sieht man alles. Gott, bin ich hässlich. Anime Open? Nein, habe ich nicht. Okay. Ja, das da hinten, das Bild ist nicht von mir. Das da, das hing schon, als wir eingezogen sind. Meine Musikanlage, hier sieht man es ein bisschen. Lautsprecher. Ja. Ja, und man sieht auch jetzt die Sonne draußen. Wenn also mein gesamtes Licht weiß ist, dann sehe ich auch mein Bildschirm zum Beispiel nichts mehr, weil da ist ja Bildschirm auch weiß. Ist leider hier so direkt, ich weiß nicht, kann ich mal ganz kurz, oh Gott, ich traue mich nicht, irgendwas, sonst sieht man noch, dass ich wirklich nackt bin. Ja, da ist direkt das Fenster, direkt Fenster sieht man, ne? Und da knallt natürlich immer im Mittag die Sonne immer direkt rein, die war das hier von, muss mal kurz überlegen, wo ist hier was, genau, von da, von das hier so schön lang, bis hier dann da hinten wieder irgendwas aus Bild rauskommt, halt also von ungefähr 12 Uhr bis 15 Uhr ist bei mir Sonne so stark im Zimmer, dass ich halt überhaupt gar nichts mehr sehe auf dem Bildschirm. Muss mal wieder hier hinstellen hier. Wisst ihr was? Eigentlich kann ich hier auch so mal kleine so ein Boomtour-Video machen, mal gucken. Nur dann müsste ich mir wirklich mal eine Hose anziehen. Ich habe nämlich keine Hose an. Ich habe nur Pulver an. Also für alle, ihr wisst schon unter euch. Das ist schon was kompliziert. Jetzt gucke ich aufs Bild. Jetzt gucke ich in die Kamera. Ich sehe aber nicht, dass ich in die Kamera gucke. Gut, okay. Gestochen scharfe, volle, hochqualitative 240p Kamera. Aber sie kann immerhin schon, wenn die Sonne dementsprechend gut funktioniert, sonst mein Handy gar nicht. Man sieht schon relativ gute Framerate. Wenn es noch dunkler ist, also abends zum Beispiel, dann fällt die Framerate runter auf 5 Bilder pro Sekunde, da sieht man mich nur noch so stockermäßig. Ja, von daher ist das jetzt schon relativ gut. Es ist draußen jetzt gerade bewölkt, dementsprechend ist natürlich auch wieder gut. Jo, ansonsten. Ja, rumtun macht eigentlich keinen Sinn. Ah. Boah. Kann man jetzt kurz hier so. Ich kaufe mal die Verbindung, reißt jetzt hier nicht ab. Oh, sind wir am Kamera drin. Also, das hier ist mein Bildschirm. Da seht ihr jetzt auch gerade. Oh mein Gott. Inception, oh, sieht das krank aus. Inception Loop. Ja, mein Kaffeepot. Das bin ich. Ich bin unschuldig. Ja, ich bin unschuldig. Hier ist mein Mindtest-Server. Ist ein kleiner dauerhaft aufgestellter Laptop. Der wird von dem Lötkolben künstlich beheizt. Sonst wird ihm kalt. Spaß. Nein. Ja, der Laptop ist normalerweise schwarz. Nur es wirkt halt weiß, weil er halt. Es ist in der Gegend hier sehr staubig und da ich an den Laptop generell nicht ran muss, da ich den per Fernwartung kontrolliere, also per SSH und VNC, deswegen muss ich deswegen muss ich halt nicht hardware-technisch an ihn ran und dementsprechend staubt der halt zu. Das gleiche gilt für mein. Geht's mal ein bisschen rum. Tada! Für meinen Mixer. Das ist mein offizieller Mixer. Es ist quasi ein Laptop, der nur diese eine Funktion übernimmt. Ist so ein uralter ThinkPad. Ja, dementsprechend auch schon eingestaubt, weil die einzigen Tasten, die ich benutze, ist, um innerhalb dieses Programms zu navigieren. Das sind halt die File-Tasten, von daher ist halt alles andere auch ein bisschen eingestaubt. Weil das Schöne ist halt an den Laptops, die laufen mit Linux, das heißt also, sie laufen tagelang durchweg, ohne dass sie abstürzen, sich aufhängen oder irgendwas anderes, sondern sie laufen halt einfach. Ich hatte den hier, der war früher Windows XP drauf, als ich den bekommen hatte.
Naja, und wie halt bei Windows XP gewohnt, muss ich das Ding nach 7 Tagen mal neu starten, weil nach 7 Tagen ging in der Regel gar nichts mehr. Und dann habe ich Windows XP komplett neu installiert, weil ich dachte, das liegt an der vollgemüllten Version. Da geht schon etwas länger, allerdings musste ich den nach einem Monat wieder neu starten, weil wieder nichts ging. Und das nach dem zweiten Mal habe ich wieder gesagt, nope, probier es mal mit Windows 98, weil der kommt aus der Zeit. Da war Windows 98 Stand der Technik, kann man es hier sehen? Nicht wirklich. Ah, ja, komm. Egal, also, ist auf jeden Fall für Windows 98 und dementsprechend dachte ich, gut, ziehe ich das Ding mal rauf, ziehe die ganzen Treiber hierfür, erstmal raussuchen, war ein Krampf. Hat aber auch nicht wirklich funktioniert, von daher habe ich mich dann dafür entschlossen, knall ich da Knoppix drauf. Auf der Kiste läuft sogar Knoppix bis zur aktuellen Version, also Knoppix Version 8.3 habe ich auf der Kiste auch gefahren. Es funktioniert wunderbar, tatsächlich. Gut, jetzt muss man auch dazu sagen, ich habe das Ding ein bisschen aufgerüstet. Also da ist jetzt ein halber Gigabyte Arbeitsspeicher drin. Also 512 Megabyte Arbeitsspeicher drin. Von daher, aber ich meine, das Ding hat einen Pentium 3 Prozessor mit 700 Megahertz. Und da läuft trotzdem einfach Linux on the fly drauf. Ist schon geil. Auf der Kiste sowieso auch. Ich habe ja schon mal erzählt bei meinen vorherigen Videos, dass ich auf allen meinen Kisten komplett Knoppix praktisch on the fly laufen lassen kann. Das gilt eigentlich für alle Rechner, die hier in meinem Zimmer rumhorten. Auch der hier läuft on the fly, wobei ich den aber ja mittlerweile stark angepasst habe, dass er praktisch für die Serverfunktion, die er da hat, ein bisschen effizienter läuft. Ja, läuft meine bei meinem Test-Server drauf. Ja, und das, wie gesagt, ist mein Hauptrechner. Mit dem mache ich auch, also mein Hauptrechner, ich habe ja zwei Rechner, sieht man hier unten. Der linke Rechner, das ist derzeit ja ein weißer, weil der alte Rechner, der steht da hinten irgendwo. Bei dem ist das Motherboard durchgebrannt, weil ich es ein bisschen übertrieben habe mit CPU-Burn, ist ein Programm. Einfach im Internet gucken, das lastet praktisch die Prozessoren aus und die thermische Belastung, naja, hat halt nicht verkraftet, dementsprechend ist es abgeraucht. Also ist jetzt der weiße mein Hauptserver mit den großen Festplatten drinne. Auf den greife ich nur per SSH und VNC drauf zu. Der hat also kein Bildschirm angeschlossen. Ja, und das jetzt praktisch meine Workstation. Das ist auch der, also unter dem, der da, das ist praktisch auch der Rechner, der an meinem Bildschirm angeschlossen ist. Also meine Workstation halt. Ja, mit dem mache ich halt auch die ganzen Aufnahmen. Kann man dann mal ganz kurz rüber switchen. So, jetzt sehe ich nichts mehr, was ihr seht. Ich hoffe, man sieht noch alles. Ja, hier ist genau das, was ihr in meiner Aufnahme seht. Ja. Von daher arbeite ich da einfach mit mehreren virtuellen Bildschirmen, läuft unter Knoppix ganz normal wie unter jedem anderen Linux. Da hat man halt standardmäßig vier virtuelle Desktops, kann man auch beliebig erweitern. Ja, ansonsten arbeite ich halt im Hintergrund immer noch ein bisschen an meinem Programmier, hier an meiner Doom Engine. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu mal ein Video machen sollte. Wobei ich mittlerweile dabei bin, das Ding zu portieren, und zwar zu C. Derzeit läuft es ja in Pure Basic. Scheiße, wenn ich nicht sehe, was ihr seht. So, jetzt läuft er praktisch in Pure Basic. Und das Ding portiere ich gerade nach C. Ja, ansonsten mein Map-Projekt ist derzeit auch ein bisschen pausiert, weil ich derzeit was anderes mache. Und zwar, ich mache mal hier ganz kurz meinen Doom-Editor auf. Das habe ich getan. Okay. Da will ich rein. Genau. Sieht hier gar nichts. Ah, okay. Warte mal ganz kurz. Ich habe jetzt hier gerade meine Aufnahme abgeschossen. Also meine Kamera praktisch. Von daher muss ich die mal ganz kurz neu starten. Ja, genau das Ding hier habe ich gerade abgeschossen. Mal kurz auf Beenden. Und noch ein neues starten. Aha, ja, jetzt funktioniert es wieder. Sehr schön, gut. La la la, lange Rede, gar keinen Sinn. So, wo war ich gerade? Genau.
Ein bisschen Slade. So, ja, der Name hat es schon bereits verraten, woran sich meine neue Map orientiert. Und zwar ist das Ganze eine Reinkarnation der guten alten. Jeder kennt, jeder, der bereits Pokémon kennt, kennt auch das hier. Das ist praktisch die Pokémon-Map von der Blue Edition. Und die bin ich gerade dabei. Kann ich gleich schließen hier? Ja. Da bin ich gerade dabei, das in eine Doom Map umzustellen. Wow, das ist vielleicht ein bisschen laut. Das war einmal Schwachsinn mit Salat. Ich muss natürlich erstmal mein Abfallverzeichnis wechseln. Da. Jetzt. Oha, Kamera halten und hier, tada! Das ist die Pokémon-Map in Doom. Diese blauen Kreise ist einfach nur der Bereich, wo noch nichts ist. Oh, Alter! Ganz schön laut. Ja, der blaue Bereich ist einfach, wo noch nichts ist. Oh, ansonsten, ja. So viel erstmal zu dem eigentlich schon im Video. Also es funktioniert jetzt mittlerweile, es ist alles scharf. Auch ich bin scharf. Das ist, denke ich, das Einzige, was ich so hauptsächlich zeigen wollte. Dass daraus jetzt natürlich wieder ein kleines Ultra-Special wird. Na gut, okay. Kann man machen. Muss ich jetzt halt das Video umbenennen. Weil da passt natürlich der aktuelle Name nicht. Das ist alles scharf, genau. Kann man richtig hinstellen. Perfekt. Okay. Gut. Du kommst. Du kommst davor. Und nach da. Workstation. Und dürfen wir mal sagen. Schau mit Fahrer.